Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, endlich, nach über 14 Tagen sogar, bin ich jetzt endlich aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt. Es waren zwei wunderschöne Wochen, ich hatte echt viel Spaß, aber ich habe auch echt wieder Bock, mal hier eine Runde aufzunehmen, Leute. Dementsprechend, ich weiß im Moment gerade relativ wenig von dem, was wir vorhatten, von dem, was wir machen wollten, von dem, was passiert ist. Ich habe auch wahrscheinlich die letzten Tage, bin ich sehr wenig auf eure Kommentare eingegangen, was logisch ist. Ich habe das jetzt schon teilweise ein bisschen wieder nachgeholt. Und ich habe aber mir vor dem Urlaub hier ein paar Notizen gemacht. Und wir befinden uns jetzt aktuell erstmal im Todeskrater, ne? Und wir holen uns jetzt hier drüben erstmal den Song von Sheik. Ich denke, da müsste jetzt erstmal ein Random Item aufploppen, richtig? Jo. Geil. Da freuen wir uns doch gleich mal, dass wir hier ein paar Minusrubine einsacken. Des Weiteren... Ja, wir könnten in den Feuertempel. Das ist auf jeden Fall auch ein dicker Punkt, den wir abhaken könnten. Wir haben zwei Schlüssel für den. Aber... Ich springe auch gerne einfach in die Lava. Das ist auch immer ein sehr cooles Ding. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, Alter. Ich habe zwei Wochen kein Ocarina of Time gespielt. Ich hoffe, es sei mir verziehen. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung ein bisschen reinkommen. So. Ne, das war natürlich gerade komplett fail. Ich habe aber auch gerade rüber geguckt auf dem Aufnahmebildschirm. Das ist meine Ausrede dafür. Sorry dafür. Nee, da drüben gibt es auf jeden Fall viele Items. Ihr habt es gerade schon gesehen, ne? Da liegt ordentlich was rum auf jeden Fall. Da ist auch... Ja gut, die Ocarina of Time brauchen wir jetzt nicht irgendwie. Wenn ich jetzt hier das Ding hole, dann kann ich direkt... Genau. Guck mal. Die Frage ist, kommen wir da mit dem kurzen Enterhaken überhaupt drüber? Das ist meine Question. Ich glaube nämlich nicht. Die Ocarina ist auf jeden Fall cool. Das könnte... Ich weiß gar nicht. Könnte das auch die aus Majora's Mask sein eigentlich, ne? Also, zwei Skulti-Symbole, Geld. Aber hier komme ich jetzt nicht rüber. Da muss ich von oben springen. Okay, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin. Ansonsten bräuchte ich hier tatsächlich den langen Fanghaken. Den Longshot. Auch als Jüngerling können wir jetzt hier theoretisch ein bisschen was machen. Wir haben auch immer noch keine kleine Flasche, ne? Oder eine Flasche. Keine kleine Flasche, eine Flasche. Eine leere Flasche. Im Ocarina of Time Randomizer. Das ist doof. By the way, ich habe mich ganz schön erkältet im Urlaub. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Kann sein, dass ich ab und zu vielleicht nochmal husten muss. Etc. pp. Dafür schon mal ein dickes Entschuldigung. Aber es war sehr kalt. Es war sehr kalt da oben im Norden. Teilweise haben wir ja so einen Trip Richtung Arktis gemacht. Auf so einem, ich sag mal, Dampfer war es nicht. Es war so ein, es war ein elektrobetriebenes Katamaran. Und alter Falter, wenn du da oben auf dem Deck standest und der ist gefahren ist und du da... Junge, Junge, das war echt kalt. Ja, und ich glaube, da habe ich mir auch ordentlich was weggeholt. Obwohl ich richtig fett angezogen war. Okay, wir versuchen mal unseren Mega-Jump. Erstmal ein Herzcontainer, sehr gut. Ja. Ocarina of Time Majora's Mask. Hä? Ja, genau. Geil. Wir haben endlich die Ocarina of Time in Majora's Mask. Dann ist das wahrscheinlich die, da oben auf dem Ding liegt, auch die Ocarina of Time von Ocarina of Time. Was? Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Bin ich blind? Hier. Nee, das ist Song of Time. Hier, als erstes. Wow, ich bin super blind. Okay, cool. Bisschen Kohle noch. Das war doch nicht schlecht, oder? Das war auf jeden Fall ein dicker Erfolg. Geil, da kann man in Majora's Mask auf jeden Fall schon mal ein bisschen was machen. So, ich gehe wieder rüber. Huch, was war das denn? Spawn ich direkt so komisch auf dem Loch? Okay, das ist auf jeden Fall abgeschlossen. Und ich habe in Erinnerung, hier drüben war ja noch ein Shop drin, ne? Ja, und jetzt hatte ich wieder ein bisschen Geld Sorgen. Zumindest habe ich gerade kein Geld. Ihr meintet schon, ich soll mal mit den Fröschen musizieren, ne? Hätte ich mal die ganzen... Das Ganze musiziert da, dann hätte ich jetzt keine Geldsorgen.
Ja gut, das kostet ein bisschen Kohle auf jeden Fall hier. Aber die Musik ist so schön. Ich liebe die Musik im Laden. Die schöne Super Smash Musik. Ist glaube ich die vom... Ist glaube ich Mele, oder? Super Smash Bros. Mele? Hauptmenümusik? Auswahlbildschirm etc. Und erstmal Schluck Kaffee, Leute. Das fing doch schon mal richtig gut an, oder? Hier drinne waren wir ja schon, ne? Was war hier nochmal ganz kurz? Okay, hier haben wir Dekus drinne. Ich glaube, die haben nichts mehr für uns, oder? Ich bin da relativ unsicher, aber wir reden nochmal kurz mit denen. Oh, die haben auf jeden Fall ein Skulptula-Token. Ja, das sind halt so Sachen, die Geld kosten, ne? War mal auch nett. Und der lebt schon gar nicht mehr. Der hatte scheinbar was Besseres. Okay. An der Stelle muss ich mich auch mal bedanken bei der Lady Makoros, die gerade immer schön aufschreibt, was wo sich in welchem Loch und in welcher Gegend befindet. Dafür vielen Dank. Ich muss mir die Liste auf jeden Fall mal irgendwie hier nebenbei auf dem Rechner ziehen. Dass ich die ja nebenbei halt mal angucken kann, wenn ich mal was suche. Aber theoretisch, ich gehe auch gerne immer mal ganz kurz irgendwo rein. Guck mir das nochmal an. Aber wir sehen so cool aus als Erwachsene, ne? Okay. Ich denke, wir können hier nochmal ein bisschen Skulltulas mitnehmen. Das Blöde ist, die ganzen Orte von den Skulltulas, die ich jetzt schon hatte, nach 14 Tagen ist das halt echt weg, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, hier waren wir noch nicht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich soll hier lang gehen und mir hier die Skulltie holen. Und geht das überhaupt? Was mache ich da? Steck mal das Ding weg. Okay, was hat die? Die hat the biggest bomb bag von Ocarina of Time. Geil. Und ein Skulltie-Symbol. Oh nein, das waren zwei. So. Und ich konnte jetzt, habt ihr das gesehen? Ich konnte jetzt richtig schön chillen, während ich das Symbol eingesammelt habe. Und die Felsblöcke sind einfach weiter runtergefallen. Das ist schon cool. So, da habe ich den ersten Punkt tatsächlich schon auf meiner Liste abgehakt. Todesgrad, das Song plus die Plattform, Rückweg über den Todesberg und die Skulltula mitnehmen. Frage ist, haben wir jetzt noch mehr Skulltees hier? Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, was los war vorm Urlaub. Wenn ich jetzt... Ne, ich kann den Song of Time einfach spielen. Den Hymne. Hymne der Sonne. So, ein Schluck Kaffee. Habe ich hier schon die Skulltie geholt, die hier dran hing? Ja. Sieht mir zumindest stark danach aus. Okay, Leute, cool. Kann ich eigentlich das Deko-Schild ausrüsten, wenn ich erwachsen bin? Das ist jetzt gerade mal nur so für mich. Ich habe gar kein Deko-Schild. Aber es wäre cool, das herauszufinden. Kiri-Schwert geht ja auch. Bin ich auch gleich ein bisschen kleiner. Okay, cool. War das schon ganz erfolgreich für diese Folge, finde ich. Des Weiteren steht auf meiner Liste Deku-Baum. Ob wir da vielleicht als Erwachsener rein können. Haben wir noch irgendwo hier Skulltees, die ich jetzt nicht eingesammelt habe? Ich glaube, in Gorunia habe ich das alles schon eingesackt. Bin ich mir fast sicher. Ich hätte mir die letzte Folge nochmal richtig angucken sollen. Ich habe jetzt die letzte Folge nochmal kurz angeschaut und habe die Punkte verglichen. Auf meinem Tracker. Mehr habe ich nicht gemacht. Okay. Hoch, links, rechts. Lut. Ja, sorry, ich habe mal wieder vergessen, wie die Musik war. Das ist halt bei mir so. So. Oh, stimmt. Da kriegen wir jetzt die Cream Potion. Ja. Theoretisch könnte man jetzt auch in die Eishöhle und so, ne? Cream Potion. Waldtempel würde jetzt auch gehen. Ich will aber erstmal gucken, ob der Deku-Baum funktioniert. Das wäre für mich gerade mal interessant. Normalerweise geht's nett. Oh shit. Normalerweise hat er seinen Mund zu. Warte mal, den hau ich mal kurz weg, weil der gibt Geld. Die Siedler. Die Siedler wieder, ne? Oh, schönes Geld, Leute. Schönes Geld. So, hier.
Hallo. So, da ich jetzt aus dem Urlaub zurück bin, muss ich auch endlich mal unser anderes Zelda-Spiel weiterspielen. Unseren Hack, den wir da angefangen haben. Dessen Name mir auch gerade gar nicht anfällt. Was war hier drin? Oh, hier haben wir auch eine Skulti, ne? Ich glaube, die können wir jetzt auch holen. Als Erwachsener. Ah ja, hier war das Ding drin. Ich erinnere mich. So. Die Skulti hier? Guck mal. Das müsste doch klappen. Und ich glaube so an sich... Oh ja, ein Herzcontainer für Majora's Mask sogar. Sehr schön. Cool. An sich... Ich brauche halt mal Erbsen, ne? Die Erbsen wären ganz cool. Und eine Flasche, damit ich endlich die ganzen Käfer-Dingens Pups machen kann. Ich habe auch das letzte gefragt, den Kakariko, wo mir die letzte Skulti noch fehlt. Aber ja, die fehlt mir logischerweise, beim Erbsenloch. Kann ich hier jetzt irgendeine Skulti holen? Ich glaube, hier habe ich soweit alles. Da brauche ich halt das Erbsen-Dingens Pups. Die Erbsen, die Wundererbsen, sonst wird das nix. Aber hier... Ach ja, hier sind jetzt Gegner. Hi! 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 Tschüss. So, guck mal. Alter, da gibt's auch ordentlich was zu holen. Ein Deku-Schild, das ist nett. Ein Schlüssel, okay. Ist nicht so krass. Hätten wir jetzt mehr vorgestellt darunter, aber naja. Also wir können schon mal an Mido vorbei. Das ist auch schon mal... Ach, stimmt! Ich hatte ja nie ein Deku-Schild, ne? Ich brauche ja eigentlich das Deku-Schild, damit ich zum Deku-Baum komme. Das war ja die ganze Zeit das Ding. Stimmt, ich erinnere mich. Ups. So, da ist ein Skulti. Ich glaube, das ist auch die einzige, die jetzt noch hier fehlt. Oder? Red Potion. Tja, ich sammle es ja trotzdem ein. So, zack. Die eben in den verlorenen Wäldern hatte ich auch vergessen. So, lass mal kurz gucken. Habe ich jetzt hier alle Skulltees? Auf der Lon Lon Ranch habe ich alle. Das ist ja auch nicht schlecht. Kokiri Forest fehlen immer noch welche. Im Forest? Ach, stimmt ja. Naja, klar. Für die Käfer. Habe ich schon wieder vergessen. Okay. So, schauen wir mal, ob wir vielleicht den Deku-Baum betreten können als Erwachsener. Als Erwachsene. Ich bin dementsprechend etwas verwirrt. Ne, sieht nicht so aus. Der Mount is not open. Der Mount is not open. Schade. Wäre cool gewesen. Aber gut. Ist halt so. Aber wir wissen, wo der Deku-Schild ist. Das heißt, wir brauchen theoretisch... Ich weiß gar nicht, kann man da vielleicht auch mit den Schwebestiefeln hin? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ah, ich wäre sehr, sehr gerne jetzt in den Deku-Baum gegangen. Schade. Aber gut, wir haben noch viele andere Punkte offen. Ich glaube, ich möchte... an den See lohnt sich gar nicht zu gehen, ne? Ohne die Eisenstiefel. Oder? Was meint ihr? Wir könnten auch Epona holen. Wir könnten Epona holen. Und könnten die Gerudos befreien. Einen Bogen haben wir dementsprechend ja auch. Wir haben sogar Lichtpfeile, sehe ich gerade. Wir haben auch Feuerpfeile, oder? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, hat das funktioniert, wenn ich jetzt Epona Song gespielt habe? Ich erinnere mich daran, dass wir das Pferd gehört haben. Aber es nicht gekommen ist, richtig? War das nicht so? Da, 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 da. Ach doch, da ist es. Okay, also Epona können wir holen. Dann müssen wir scheinbar... Okay, dann müssen wir das schon mal nicht machen. Das gefällt mir. Dann können wir theoretisch direkt zu den Gerudos. Da können wir ein paar Schatzkisten farmen, ein paar Skultis holen. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den können wir abschließen. Wir können auch das Bogenspiel dort machen. Was, glaube ich, auch ganz klug ist. Ein Öhrlicht. Achso, ja, wir haben ja keine Flaschen. Wir haben ja keine Flaschen. Da ist ja was. Ah, Mann, das vergesse ich immer.
haben keine Flaschen. Das ist so nervig. In Majora's Mask einfach drei Flaschen und hier nicht eine. Ich frag mich, wann wir uns die endlich schnapulieren können irgendwo. Wir haben auf jeden Fall viel zu tun, Leute. So ist es nicht. Wir haben die ganze Welt offen. So. Wir haben auch schon richtig geile Items. Aber halt kein Deku-Schild, ne? Deku-Schild, Bohnen, eine Flasche. Ja, das wär's, glaube ich. So die Sachen, die hätte ich gerne. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier Nacht mache? Ich brauche ja Epona, ne? Bin ja doof. Ich brauche Epona. Okay, das habe ich auf jeden Fall schon geholt. Hier muss ich jetzt drüber jumpen. Ja. Das heißt, ich hole mal kurz Epona her. Und dann können wir auch gleich mal das Zelt auschecken. Drüben haben wir noch ein Loch. Ja, Epona stand da die ganze Zeit. Ich wusste es. Drüben haben wir noch ein Loch. Gibt es hier noch Schatzkisten? Nee, auf der Seite glaube ich nicht, oder? Ich glaube, auf der Seite haben wir hier keine weiteren Schatzkisten. Ich kontrolliere trotzdem noch mal kurz. Ich bin mir nicht relativ sicher, dass hier nichts ist. Nee. Okay. Dann mach bitte mal einen gezielten Sprung, liebe Epona. Wunderbar. So und nicht anders. So, dann können wir im nächsten Part auf jeden Fall ordentlich reinstarten und die Gerudos da wegballern. Also hier müsste es eine Skulti geben. Schauen wir mal. Minus Rubin. Shit. Ich muss es trotzdem einsammeln, damit es weg ist. Sonst stört mich das nur auf meiner Liste. So, ich glaube, das war nur die eine Skulti, richtig? Hier hinten haben wir jetzt noch eine Schatzkiste. Oh, mit einem Herz. Heißt, ein Herzteil. Schön. Gut. Ich mache trotzdem noch mal ganz kurz Nacht. Aber ich glaube, das war die einzige Skulti, die hier noch verbleibt. Ich denke es zumindest sehr. So. Also ich merke es gerade, ich bekomme wieder langsam Halsschmerzen. Bin das ganze Reden noch nicht gewohnt. Ach, tatsächlich, hier ist noch eine Skulti. Gut, dass wir nochmal Nacht gemacht haben. Ist es das echte? Giant's Knife? Ist es das echte? Es ist das echte. Ah, ne. Es ist das Fake Giant's Knife. Okay. Naja, komm. Nehmen wir mit. Was soll's, ne? Als junger Link nehmen wir das mal. So, dann hier haben wir Song of Storm. Denn hier haben wir ein verborgenes Loch. Mann, ist das dunkel. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ein... Hä? Jetzt bin ich auch erwachsen als... Hä? What the heck? Was geht hier ab? Der Herzteil. Sehr schön. Ich bin erwachsen als Majora's Mask Link. Wie cool. Okay, das kam jetzt unerwartet. Tatsächlich. Cool. Alles klar. Ja, nice. Erwachsen in Majora's Mask. Das kam echt unerwartet. Ein schönes Herzteil haben wir noch bekommen auf jeden Fall. So, was haben wir hier drin? Ah, warte mal. Haben wir... Haben wir nicht, ne? Ah doch, haben wir. Auge der Wahrheit ist da. Na dann. Let's go. Wie viel kostet das? 10 Rubine. Easy. Cool. Ja, da können wir hier nochmal Schönes mitnehmen und können das gleich abschließen hier, das Ganze. Freut mich. Geil. Das passt hier ganz gut. So, immer nur rechts. Immer nur rechts nehmen. Das scheint hier die Lösung zu sein für den Run. Ihr habt mir schon öfter mal erzählt, ihr habt da eher... Viele wussten das sogar gar nicht mit dem Auge der Wahrheit, dass man da in die Truhen reingucken kann.
und dass da wirklich viele von euch so lange gespielt haben, bis sie es irgendwann geschafft haben. Das Glücksspiel. Was man natürlich auch machen kann, was die reguläre Lösung ist, sag ich mal. Oder die reguläre Weg. Das ist ja so der Cheat-Weg, sag ich mal. Aber es ist schon erstaunlich, dass das einige nicht wussten. Das fand ich lustig. Fand ich lustig. Weil ich habe das immer so gemacht. Mir war das andere war mir immer zu doof. Okay. Geil. Das sind jetzt alle 10, oder? Saugut. Dann kann man jetzt auch den Dekoschild holen. Feuerpfeile haben wir sogar nicht. Okay. Jetzt können wir uns sogar den Deko-Schild holen. Und könnten den Deko-Baum machen. Mache ich das jetzt oder nicht? Boah, das ist so... Jetzt sind wir einmal hier, oder? Wir machen das jetzt mal schnell zu Ende hier. Würde ich sagen. Gut, Leute, ich würde mich erstmal verabschieden für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war eine schöne erste Folge nach dem Urlaub. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen angeschlagen. Tut mir leid dafür. Es sollte die nächsten Tage besser werden. Das ist jetzt auch eine brandaktuelle Folge. Also, die kommt morgen raus. Also am... Warte mal. Morgen ist der 21. Genau. Morgen kommt die raus. Das heißt, ihr könnt auch brandaktuell alles drunter ballern und mich fragen und ausjuchzen und machen, was ihr wollt. Ich bin brandaktuell und antworte darauf. Und ich werde jetzt aber wahrscheinlich noch 2, 3 andere Folgen aufnehmen, weil ich nehme immer ein bisschen mehr auf. Ist ja logisch. Ich kann nicht immer aktuell aufnehmen. Nicht immer zumindest. Das ist jetzt auch mal wieder eine Ausnahme wegen dem Urlaub. Aber naja, ihr könnt auf jeden Fall schön rausballern, falls ihr irgendwas habt, was ich nochmal machen soll, was ich noch erledigen soll, etc. pp. Und ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Tschüssi, Leute.